Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Heute geht es nochmal weiter mit dem Thema Selbstliebe. Und sofern du noch nicht im Badezimmer warst, oder wenn du schon im Badezimmer warst, würde ich dich dazu einladen, anschließend nochmal ins Badezimmer zu gehen und dich mal ganz liebevoll im Spiegel anzuschauen. Ich lade dich dazu ein, mal vor den Spiegel zu gehen, kann natürlich auch ein anderer Raum sein, egal. Es geht darum, dass du dich mal im Spiegel liebevoll anschaust, dir liebevoll in die Augen schaust, mit all der Liebe, die du jetzt einfach in der Lage bist, dir selbst gegenüber zu schenken, zu empfinden, wirklich mal in die Augen zu schauen, dir selbst einen schönen Tag zu wünschen, mal eine Sache auszusuchen an dir, die du schön an dir findest. Ganz gleich, was es ist. Seien es die Augen, seien es die Bluse, die du gerade anhast, seien es deine Haare oder was auch immer. Allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Wir sind natürlich dazu geneigt, auf andere Dinge unsere Aufmerksamkeit zu richten. Aber wenn du jetzt mal bewusst nicht in den Spiegel bewertend schaust nach irgendwelchen Fältchen oder was, die dir nicht gefallen, sondern nach etwas, was dir gerade jetzt an dir gefällt. Kann natürlich auch eine wunderschöne Lachfalte sein, die du hast. Auch okay. Mir geht es darum, dass du dir eine Sache mal aussuchst, die du jetzt gerade schön an dir findest, dir bewusst in die Augen schaust, dir einen wunderschönen Tag wünschst und dir hier auch mal auf die Schulter klopfst und dir selbst sagst, so wie ich bin, so bin ich vollkommen in Ordnung. So wie ich bin, so bin ich vollkommen in Ordnung. Ich bin nicht perfekt. Und das ist gut so. Denn du bist einzigartig. Jeder von uns ist einzigartig, ist ein vollkommener Mensch, eine vollkommene Persönlichkeit. Und wenn du auch zu denen gehörst, wie ich immer gehört habe, dazu gehört habe, immer alles perfekt machen zu wollen. Schau mal, kann alles immer irgendwie perfekt sein? Egal, wo du dich hinwendest, es ist überall alles vollkommen. Der Baum ist vollkommen, der vor deiner Tür steht. Aber hat er komplett nur perfekt geformte Blätter? Nein. Ein Künstler, der sein Gemälde an die Wand anschließend hängt, ist das perfekt? Nein, es ist vollkommen. Also wichtig ist oder hilfreich ist, dass du dir bewusst machst, dass du vollkommen bist. Und löst dich von dem Gedanken, dass immer alles perfekt sein muss und vor allem auch, dass du perfekt sein musst. Du bist vollkommen, du bist gut so, wie du bist und du bist nicht perfekt und das ist gut so. Sag das in der Ich-Form. Ich bin vollkommen, ich bin gut so, wie ich bin, ich bin nicht perfekt und das ist gut so. Und das Ganze natürlich auch mit einem Lächeln im Gesicht und wie gesagt, vorm Spiegel. Und dann lässt du es sehen, auch wenn du dich vielleicht zunächst mal ein bisschen komisch vorkommst, je öfter du das machst, umso mehr merkst du, wie gut es einfach tut. Alles Liebe, hab einen wunderbaren Tag. Bis morgen. Tschüss.